Moin Moin, heiße ich euch alle. Willkommen zu Let's Go Evoli mit dem fantastischen Flui. Hi Leute, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir Arena und im Grunde genommen haben wir das halt auch diese Folge vor, oder? Jo, aber nicht ganz. Wir haben unter anderem was anderes vor. Wir gehen jetzt nämlich als erstes jetzt hier die Route entlang. Aber zuerst sollte mal wieder der Schwester Joy guten Tag sagen. Ja, obwohl wir sie ja eigentlich keine Lust hat, aber sie auf sie, ne? Aber eigentlich hast du gesagt, nö, die will ich nicht mehr sehen. Nö. Aber trotzdem auch wieder für die Leute, die jetzt sagen, so von wegen, sollte ich mir dieses Spiel denn holen? Es gibt ja schon Pokémon Schild und Pokémon Schwert. Also ich finde, dass Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu vielleicht für Anfänger noch freundlicher ist als Pokémon Schild und Schwert. Was sagst du? Ja, definitiv. Aber Schild und Schwert ist jetzt auch nicht das unbedingt schwerste im Spiel, also. Außer wenn man natürlich eine Challenge spielt, dann ist es schon knifflig. Aber ich finde, beide Spiele sind jetzt nicht unbedingt schwer. Also natürlich hat man hier nochmal den größeren Support, aber ja, auch beide sind nicht so schwer. Kommt halt immer drauf an, wie man die Pokémon-Spiele spielt. Richtig, man kann sie ganz basic spielen, wie ich das jetzt gemacht habe, oder eben mit Challenge, ne, wie der Flügel das gemacht hat. Schild. Wird es natürlich die große Frage von vielen, die jetzt sagen, so von wegen, die habe ich jetzt nicht mitgekriegt, gibt es demnächst noch eine Challenge, vielleicht sogar eine Live-Challenge irgendwie? War jetzt die Frage an mich gerichtet, ja. Oder? Ja, also ich bin jetzt, wenn ihr das seht, wird wahrscheinlich Pokémon Schild schon durch sein. Und ja, also es ist erstmal momentan noch nichts Großartiges geplant. Ich habe das jetzt erstmal dann durch Pokémon Schild. Und jetzt kommt erstmal Kingdom Hearts. Und danach wird mal gucken, ob da überhaupt nochmal was kommt von Pokémon. Die Resonanz war jetzt nicht so verkehrt von Pokémon. Als normales Let's Play werde ich es nicht mehr bringen, Pokémon. Maximal halt wirklich als Livestream-Projekt, weil ich gesehen habe, als normales Let's Play funktioniert es nicht. So, hier ist die Evoli-Trainerin. Schönen guten Tag. Und das? Ich bin Meisterin von Evoli. Ich will daher halt das allerbeste Evoli in ganz Kanto trainieren. Du hast da ein Evoli? Das sieht aber ziemlich stark aus. Sag mal, hattest du Lust auf einen Kampf gegen mein Evoli? Nö. Oh Menno, dabei wollte ich doch mit meinem Evoli angeben. Ja, warum nö? Ich wollte ja grundsätzlich, hatte ich ja schon erwähnt im vorigen Teil, dass wir gegen die Meistertrainerinnen nicht antreten, Meistertrainerinnen nicht antreten werden. Hier ist der von Evoli! Toll, ne? Und du hast das jetzt einfach nur gezeigt, weil du es kannst. Nein, ich wollte eigentlich noch woanders noch ein bisschen weitergehen. Ach so. Ja. Denn hier wartet jemand auf uns. Shellock. Ja, Shellock auch. Hier sind auch ein paar wilde Pokémon. Theoretisch gesehen können wir zwar auch welche fangen, aber die hier warten auf uns. Was soll nur aus Team Rocket werden jetzt, wo der Boss verschwunden ist? Hör doch auf zu jammern. Wir reden hier schließlich von Giovanni. Vergiss das nicht. Der versteckt sich ganz sicher nur, um seinen nächsten böshaften Plan auszuhacken. Stimmt. Du hast wie immer recht. Wir sollten den Boss weiterhin unterstützen, so gut wie wir können. Indem wir alle Pokémon auf der Welt stehen. Guten Tag. Hey, du bist doch der Knirps, der uns ständig in die Quere kommt. Hey, was soll das? Was belauscht du uns so einfach so frech? Wer sich Team Rocket in den Weg stellt, kommt nicht ungeschoren davon! Oh, jetzt wollen die tatsächlich nochmal kämpfen. Jawohl, sie wollen nochmal kämpfen. Unser letzter Doppelkampf. In diesem Spiel? Leider unser letzter Doppelkampf mit Arbok und so, wir bringen Evoli und Geowatt. Interessantes Duo. Ja, definitiv. Ich war jetzt gerade am Überlegen, Fassade und vielleicht Erdbeben? Ja, das Problem ist wegen Erdbeben. Ja, aber Flui ist ja sehr gut gelevelt. Ja, dann hau die Mama und ab dafür. So, Arbok ist jetzt angeschlagen. Sehr schön, Giftblitz. Sehr schön, das Richtige. Flui ist erwischt worden.
Und es geht jetzt. Es macht Wumms. Bam. So, aber wir ziehen uns schon mal weg. Und Flui hat tatsächlich fast gar keinen Schaden genommen. Sag ich doch. Ja. Finster auch. Auch ein Grund, warum ich gerne dann den Smogmog-Meister trinke. Weißt du, auch Finster Aura kann er, weißt du? Smogmog ist einfach so ein Multitalent. Der Durchbruch vielleicht? Oder Donnerschlag? Donnerschlag. Ich will jetzt einfach nur, damit die letzten KP für den Fall der Fälle für Fassade nicht reichen. Oh, doch, gut, sehr schön. Fassade oder wieder den Smogmog. Dann war's! Das war Team nice. Rocket in letzte. Das letzte Mal. Adios. Ja, das war's. Warum endet das immer genauso? Wieso gewinnst du ständig? Das liegt doch bestimmt daran, dass du schummelst. Der Flügel wird ja genau. Der immer cheatet mal wieder, ne? Natürlich. Klar. Wollte auch was dazu sagen, aber dann hast du es schon selber erlebt. Wie kann ein Knirps wie du nur immer so unheimlich stark sein? Das liegt doch bestimmt an diesem Evoli an deiner Seite. Weil ihr beiden ein Team seid, könnt ihr euch gegenseitig so Höchstleistungen antreiben. Mit diesem Evoli könnten wir problemlos die Welt regieren. Wie sieht's aus? Wollt ihr nicht Team Rocket beitreten? Wir wollten ja schon immer Team Rocket beitreten, ne? Also, Genau. Ja. Hätte ich mir denken können. Pah, dann bleiben wir eben Feinde. Aber falls du deine Meinung doch änderst, komm einfach wieder zu uns. Wir sind nicht nachtragend. Hier, ein kleines Zeichen unserer Verbundenheit. Habe ich selbst genäht. Ofenschuss-Set von Team Rocket erhalten. Das ziehen wir auch gleich an. James, was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Der Zufriedenheit. Ich fühle mich irgendwie so gut. Du hast recht. Man fühlt sich etwa immer so, wenn man im Guten auseinandergeht. Weißt du was, James? Daran könnte ich mich gewöhnen. Das war ausnahmsweise mal kein Schuss in den Ofen. Und mal zu Blatt allein. Genau. Weißt du was? Wir ziehen das an, ne? Ja, klar. Auch wenn wir die ganze... Nee, mach erst du. Ich glaube, das war das letzte Outfit, was man in diesem Spiel kriegen kann. Wie war das? Du musst in den Klamottenkoffer. Ja, ich hab den gerade nicht gesehen. Ich hab ihn gerade nicht gesehen. So. Auch wenn wir die ganze... Vor allem, wir wollten die ganze Zeit bei Team Rocket mitmachen, laufen aber die ganze Zeit mit dem Polizeioutfit rum. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nicht mitmachen durften. So, dann haben wir jetzt nochmal das Team Rocket Outfit. Hat einen Style. Ja. Aber leider hat das Evoli nicht. Deswegen kriegt Evoli die Rocket Kappe. Genau. Warte mal. Aber nur, hä? Ofenschuss-Schild? Hä? Hä? Gibt keinen Sinn. Naja. Verstehen muss man das nicht. Nee, aber wir sehen jetzt so aus. Also wir haben jetzt nochmal das Team Rocket Outfit, was von James selbst genäht worden ist. Das ist gut, oder? Nett! So. Hier ist der Elektroballmeister. Pokémon Fang tun wir nicht mehr. Also jetzt nicht, im nächsten Teil vielleicht. Hier ist ein Enton, das ist schlimm. Enton? Das ist alles so schlimm. Da ist ein Snubilike, da ist ein Vulpix, da ist Gras, da ist ein Schild, da ist Wasser, da sind Steine. Ja, ist das nicht traumhaft? Da sind Blumen, da ist ein Schild, da ist ein Immon. Ja, hi. Immon, wink doch mal. Ja, warte. Siehst du mich winken? Muss kurz die Facecam anmachen. Hier ist der Raupi-Trainer, so geil. Hast du nicht gesagt, es müssen 6 Meistertrainer besiegt werden? Es müssen 6 Meistertrainer besiegt werden, ja. Das sind mehr als 6. Ja, es gibt 150. Hm. Schick, oder?
Hier ist Chanera. Ich wollte schon sagen, dass sie. Chanera. Ja, das ist das Chanera. Das ist das Meistertrainer Chanera. Hier musst du gegen das Chanera antreten. Es sieht doch auch schon so aus, als ob es kämpfen will, oder nicht? Na klar, es kommt gleich über die Theke. Patsch! Genau. Es ist so voller Kampfdrang. Es will dich eigentlich jetzt schon umnocken. Mhm. Deswegen bewegt es sich die ganze Zeit immer so hin und her. Ja, es sagt so, Chanera, 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 ich kämpf gleich gegen dich, Chanera. ja. So, müssen wir jetzt wieder gegen die unsichtbaren Wände kämpfen? Nö. Ah ja, ist so wunderbar. Ich sagte, guten Tag. Haha, du bist es also. Es scheint, als wäre die Zeit gekommen, in der wir uns erneut im Kampf gegenüberstehen. Du könntest zu keinem besseren Zeitpunkt hier erscheinen. Gerade habe ich darüber nachgedacht, wie ich mein verfeinertes Repertoire an raffinierten Attacken und Verwandlungstechniken an dir ausprobieren könnte. Aha! Aha! Ja, der Krüger. Servus. Grüß dich. Der Toxer. Ja, machen wir wieder die klassische Taktik, Gedankengut und ab dafür. Ja. Dann, klingt nicht nach gut. Das heißt, er kann ja vielleicht sowas wie Giftattacken. Das könnte schon Schaden machen. Ja. Hydropumpe. Ich dachte eigentlich, dass er mehr Gift attackt. Ja, und genau deswegen hätte ich gedacht, dass ich die Gedanken gut als erstes, weißt du, weil jetzt haben wir jetzt das Problem, dass wir eventuell zweimal angreifen müssen, weißt du. So. Phantoxer besiegt. Mal gut. Das hätte auch letztes werden können. Ja, stimmt. So, U-Mod. Können wir U-Mod ab? Ja, brennen es ab. Gucken, ob der Feuersturm dieses Mal reicht. Ja. Feuersturm! Wo jetzt zwei Level drüber ist. Oh toll, verfehlt sogar. Feuersturm! Nein. Na, als ob! Ist das jetzt dein Ernstspiel? Wir werden die ganze Zeit von... Ja. 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 Genau das ist es. Ja. Die Anekdote habe ich dir schon mal erzählt hier mit O-Mod, dass eigentlich O-Mod die Weiterentwicklung von Saftkorn sein sollte. Von Smetbo, von Saftkorn ist... Oder Bibo. Ja, von Saftkorn. Siehst du an den Augen. Die Augen hätten perfekt zu Saftkorn gepasst. Finde ich eigentlich nicht, dass die Augen dazu gepasst haben. Ja, ich würde schon sagen, hier war. Dann den Dönerschlag. Ja, der Dönerschlag. Ich denke mal, es sollte. Mal gucken, ob es reicht. Ja, das würde ich sagen. Und es ist erstmal Blutsauger. Ja, Blutsauger. Das war ein schneller Kampf gegen Golbat. Aber grundsätzlich, die Rematches gehen relativ fix, ne? Also. Das soll man hier auch nicht vergessen. Lapras erreicht Level 6, 53. Oh, wow. 53, Climber. Kannst du auch mit Erdbeben angreifen? Du stehst aufs Risiko, wa? Ja, definitiv. So, Psycho-Kini! Also? Es setzt Finster-Aura ein. Das ist nicht schlecht, aber andersrum. Das reicht, das reicht. Slimog ist weg.
Außer es setzt Zookeep ein, das haben wir ja schon mal gelernt. Also, ich habe noch nie einen Slimog gesehen mit Druckkeep. Wäre auch geil, oder? Ein Slimog mit Druckkeep. Das wäre wirklich lustig. So, auch die Animation. Jetzt möchte ich wechseln. Willst du nicht das absolute Risiko nehmen? Nee? Nein. Bim! Ja. Wird aber wieder nicht reichen, denke ich mal. Wie gerade eben bei James. Bleib wieder im gelben Bereich stecken. Ja, es setzt Toxin ein sehr, sehr tolles. Das war eigentlich wirklich eine gute Idee. Aber halt ein bisschen zu spät. Ja, naja, du kriegst ja. Das ist ja mal der Point of the. Du kriegst jetzt konstant Schaden, aber hätte er das direkt am Anfang gespielt, wäre das jetzt sogar noch intelligenter. Ja, dann wäre es ein gefährlicher Kampf geworden, aber so. Nö. Auf Mokmok ist Alice. Aber alle Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fähigkeit verbessern. Dank Ruffy und dir ist die Pokémon-Liga nun eine Institution, die sich für ihre starken Trainer wahrscheinlich rühmen kann. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, selbst ein Mitglied der Top 4 zu werden. Ja, das wirst du, aber nicht hier. Nicht hier, jetzt und auch nicht zu diesen Zeiten. Nee. Wer weiß, ob irgendwann Let's Go Togepi und Meryl rauskommt. Wer weiß. Auf jeden Fall, wir gehen schon mal in die nächste Stadt, aber erst im nächsten Teil. Man merkt so langsam, meine Zunge ist durch, langsam geknudelt. Ja. Es deutet sich ein Cut. Das ist traurig, oder? Es ist absolut traurig. Ja, wer weiß, wie viele Teile ihr denn noch warten müsst, dass ihr den nächsten Teil sehen könnt. Aber zumindest nächstes Mal definitiv geht das klassisch weiter. Wir sehen uns nächstes Mal klassisch wieder. Zur selben Uhrzeit am selben Ort hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.